Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 6. So, wir müssen immer noch die Kathedrale erreichen. Sie müssen durch diesen Teil der Stadt, um zur Kathedrale zu kommen. Ja. Bleiben Sie auch im Fang, falls Sie Probleme bekommen. Ah ja, genau. Den Teil hatte ich ja schon mal gespielt und dann bin ich gestorben. Ich erinnere mich, da war was. Warum kommt mir das nur wie die Spitze des Eisbergs vor? Ah, das war echt behindert. Durchhalten. Ich helfe Ihnen. Habe ich eigentlich die Schrotflinte noch? Hey. Wo bleibt die denn? Nein, habe ich nicht. Mann. Die Hölle auf Erden. Schnell, verschwende hier keine Zeit mit denen. Nein, da kann ich nicht durch. Boah, Alter, wenn ich mir schon überlege, dass ich jetzt schon wieder auf Rot bin. So. Ach. Ich war wirklich schon mal besser in dem Spiel. Es ist unglaublich. Ich bin echt ganz schön schlecht geworden. So, erstmal hier durch. Nein, ich habe echt keinen Bock mit euch zu spielen. So. Verpiss dich. Lecker. Ja, leider war. Wenn wir hier waren. Los. Und da kommt ja jetzt auch gleich ein... Ja, genau. Ein Wagen von links. Roger. Helen. Roger. Gute Idee. Drinnen ist es auf jeden Fall sicherer für Sie als draußen. Vielleicht können wir sogar kurz verschnaufen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ach du, Sklaventreiberin. So. Muss ich hier auch echt alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann? Ach, kann es sein, dass ich das letzte Mal... Verdammt, das haben wir nämlich schon mal gespielt. Ah, oh, und ich hab an keinem Speicherpunkt aufgehört, sondern... Ach, ist ja blöd. Ach Mist, das tut mir jetzt... Okay, wartet mal. Damit ihr euch den ganzen Scheiß jetzt hier nicht nochmal antun müsst, werde ich jetzt nochmal bis zu dem Punkt spielen, wo ich vorhin war. An der Tanke und werde dann ab da weitermachen, damit ihr euch das jetzt nicht nochmal angucken müsst. Bis gleich. So, da wären wir jetzt auch schon wieder. Wenn ich jetzt nämlich hier durch die Tür gehe, sollte das eine Event ausgelöst werden. Also das ist jetzt genau. Warum passiert das? Nein! Ich will nicht sterben! Überlebende, das will los, keiner, wir müssen Mädel. Ihnen helfen. Sterb, verdammte Kannibalen! Wo zum Teufel kommen die her? Wow! Erster Tag als Polizist und schon die Schießerei. Ah, das Leben ist hart und ungerecht, würde ich sagen. Oh nein. Über die Schnappen. Dann schießen.
Na, bitte nicht. Scheiße. Ich komme. Das will ich doch hoffen. Scheiß drauf, Mann. Ich nehme das jetzt. Auf die Köpfe ziehen. Sie sind doch Polizist. Sie können das. So. Ach du, mein Freund. Du kommst schön her. Ah! Fuck! Oh Mann. Was zum Teufel? Scheiße. Ach richtig, ich muss da ja drauf zielen. Ah, wo kommst du denn her, Mädel? Schießt auf das Benzin. Mach ich doch schon. Wir befördern sie ins Jenseits. Jawoll. Hier ist es sicherer. Es ist ein Waffenlader. Hol dir Nachschub. Vermutlich sind da auch Überlebende. Was meinen Sie? Perfekt, Schrotflintenmunition. Roger. Oh, der Arme. Ich glaube, das tat sau weh, wenn man von so einer Explosion auf die... Naja, auf den Boden gerissen wird sozusagen oder auf den Boden geschmettert. Ich glaube schon, das ist echt nicht ohne. Aber Leon ist ja ein harter Kerl, der steckt das weg. Vor allem sitzt seine Frisur immer perfekt. Ach, der Typ ist so geil. Aber ich habe jetzt mitbekommen, es soll wohl von Resident Evil auch eine Serie geben, so eine Animationsserie. Oder eine Realverfilmung? Ach, ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas in die Richtung. Und ich muss schon sagen, also mir haben schon die Realfilme nicht gefallen, weil Leon nicht drin vorkam. Jetzt verschwinden Sie. Und ich hoffe, dass sich das bald ändern wird. Lassen Sie uns rein! Vergessen Sie es! Diese Dinger sind überall im Laden! Entweder beseitigen Sie sie, oder die Tür wird verschlossen! Du Arsch! Wofür hält er uns? Kammerjäger? So ein Arschloch. Es gibt so nette Leute auf der Welt. Oh ja, warte mal. Ich war doch jetzt gerade da hinten. Da war ein Erste-Hilfe-Spray. Wie, hinten sonst noch irgendwie was liegen oder so? Ne. So, erstmal alles aufsammeln, was ich hier so aufsammeln kann. Das ist aber nicht gerade viel gewesen jetzt. Na gut. Warte mal, ich höre irgendwo hier drinnen jemanden. Hui. Mit einem gezielten Tritt. So. Ah. Jawohl. Ich höre irgendwo ein Nehmen Sie meine Hand. Alles okay? Irre? Spielen Sie nicht den Held? Die hält uns doch nur auf! Na los mit Ihnen! Ist sie nicht Ihre Freundin? Es gibt... Ich kann es nur wiederholen, was es für Penner auf der Welt gibt. So! Kopf zermanscht. Okay, im Nahkampf bin ich wirklich besser. Hm.
Ich glaube, so manche Parts, die haben sie aber nicht auf Deutsch synchronisiert, weil ich höre öfters mal Englische und ich glaube, zwischendurch habe ich auch mal was Japanisches gehört, wenn ich richtig hingehört habe. Na komm her, Kleiner. Wow. So. Vorsorgen. Das hört aber auch nicht auf, ne? Das hört echt nicht auf. Ist die Waffe, Len? Der mit der Waffe. Klar, ihr Schwachköpfe dürft gern kämpfen. Ich werde von hier verschwinden. Tschüss, du Arsch. Um dich ist es echt nicht schade. Da. Boah, du hältst ganz schön was auf, aus, Mann. Nein, weg, geh weg. Nein. Oh, die hab ich gehasst. Die sind so fies. Die Viecher sind so mies. Die sind echt assi. Oh, Mann, Alter. Ah! Oh, das war aber jetzt... Okay. Irgendwie einfach. Ich sollte öfters Granaten benutzen in dem Spiel. Ich habe wirklich schon ein paar Spieledurchgänge gemacht und habe keine einzige Granate dafür eingesetzt. Das ist eigentlich voll Schwachsinn, sind, weil die Granaten eigentlich echt saugut sind. Ich muss wirklich mehr Granaten benutzen. Ah, nein! Ich helfe dir, Mann. Immer wieder gerne. Komm schon. Lecker. Boah, das war jetzt aber knapp mit dir, mein Freund. Wo ist denn der? Da. Boah, das hört ja wirklich nicht mehr auf. Ja. Sieht ganz so aus. Die Luft ist rein. Machen Sie uns endlich auf. Na gut. Kommen Sie rauf, bevor ich mir anders überlege. Wie nett von dir. Das hätte er auch früher machen können. Ah. Ich frage mich bei so manchen Typen, wo die ihre Gedanken manchmal haben. Rotes Kraut. Rotes Kraut. Das war ganze Arbeit. Ihr habt Glück. Es müsste gleich ein Bus kommen, der mich abholen soll. Falls wir den erreichen, geht es direkt zur Tall Oaks Kathedrale. Von dort werden Leute evakuiert, habe ich im Radio gehört. Aber wie gesagt, falls... Draußen ist die Hölle los. Wir warten nicht auf Nachzügler. Alles klar. Hey, Japaner! Kümmer dich um die Gitter! So. Ach, jetzt muss ich hier wieder... Ja, okay, alles klar. Ja, also guck, da sind immer mal wieder so englische Sequenzen zwischendrin. Du brennst, mein alter Freund. Und da ist schon wieder so ein ekelhaftes Vieh, Mann. Oh,
Ja, das versuche ich gerade. Mist. Grünes Kraut habe ich auch nicht mehr. Nein, Scheiße, jetzt habe ich doch ernsthaft das erste Hilfespray genommen. Mann. Ihr hasst mich echt, oder? Dieses Spiel hasst mich wirklich. Und da war jetzt eine japanische Sprachausgabe. Wo ist denn das komische Vieh? Ja, ich bitte darum. Und ich bin jetzt schon fast wieder ohne Leben. Das ist doch echt nervig langsam. So, das muss ich alles mitnehmen. Weil das dürfte ich noch brauchen später. Ich komme. Es gibt eine Fähigkeit, die ich ganz dringend mir später von den Fähigkeiten kaufen muss. Ganz dringend. Haben wir es bald. Ja, sehr schön. Wie lange hat... Wir können nicht hier bleiben. Alle nach nebenan. Na los, Leute. Da kommt er. Ich weiß, was jetzt für ein Gegner kommt. Ach man, wie ich den hasse. Für den habe ich aber auch die Dings aufgehoben hier. Genau. Für dich, mein fetter Freund, habe ich die Brandgranate aufgehoben. Der Boden bricht ein. Übergrößert. Ach, das war's immer noch nicht. Komm doch, du Riesenbaby. Er wird den ganzen Laden zum Einsturz bringen. Bitte nicht mich töten! Hier lang, los, Beilung, schneller! Ja, grünes Kraut, grünes Kraut! Hey, warte mal. Habe ich jetzt hier alles? Warte. Das und das? Ach nein, verpiss dich, Mann. Okay. Und einpacken. Kontrollpunkt. Ja. Wir wissen auch, dass es nicht aufhört. Heilige Scheiße! Helfen Sie ihm! Ich gebe Deckung! Durchhalten! Ich helfe Ihnen hoch! Vergessen Sie es! Yeah! Wow! Verdammt! Ja, ist alles ein bisschen schwieriger.
So. Der Bus ist da! Ideal! Dann geh doch mal da durch die Tür durch! Nein! Nicht du schon wieder! Nicht du, du und dich mag ich nicht! Oh! Ich schwöre, wenn ich jetzt verrecke! Ich bitte darum! Vergiss es, gegen die Viecher kämpfe ich nicht gern. Die hasse ich wie die Pest. Ach so, die Helena fehlt noch. Bring sie uns hier raus. Ah, schon wieder so ein fetter Klotz. Nein! Oh Mann! Auch wenn er anfangs ein Arsch war, letzten Endes hat er uns doch geholfen. Komm schon, ich habe fast keine Munition mehr. Ja, ich versuche es. Los, schnell! Na also, geht doch. Ich habe voll lange für das Kapitel gebraucht. Ich habe das auch schon mal in 50 Minuten geschafft. Aber trotzdem immer noch Rang A, also es geht schon irgendwie. Sie haben eine Erkennungsmarke erlangt. Aha. Okay. Sie können jetzt neue Fähigkeiten kaufen. Ruhige Hand, Durchschlag. Mehr Gegenstände, schnelle Erholung. Stark im Team. Erhöht die Stärke von Angriffen ihres Partners, wenn sie in der Nähe des anderen befinden. Feldsanität. Er erlaubt ihrem Partner, ihm bei ihrer Rettung eine kleine Gesundheitstablette zu verabreichen. Genau das wollte ich haben. Ja, die möchte ich gerne kaufen. Weil die wird mir definitiv... Ja, die werde ich noch brauchen. Okay, aber nichtsdestotrotz mache ich jetzt gerade schnell hier Schluss und sag meinen Abschiedssatz. Und ja, wir sehen uns dann einfach jetzt im nächsten Kapitel von Leon wieder im Kapitel 2. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ah, Mann. Okay, gucken wir uns die Sequenz noch an. Wenn ich sie jetzt eh gerade angefangen habe, clevererweise. 90% der Bevölkerung von Tall Oak sind mit dem Virus infiziert. Es sind umgerechnet etwa 70.000 Personen. Uns wurde außerdem gemeldet, dass sich die Organisation Neo Umbrella gerade zu dem Angriff bekannt hat. Neo Umbrella. Ich weiß, was Sie denken. Ja. Ein zweites Raccoon City. Mehr habe ich nicht für Sie. Und jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Ich brauche alle Infos über die Kathedrale. Mir sitzen die Schlipsträger im Nacken. Schlipsträger. In diesem Fall Derek C. Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Ach, festhalten. Hau rein. Ja.
speichern. Okay. Nein! Nein! Ah! Oh nein. Nein! Oh, Hilfe! Bitte, Gott, Hilfe! Du mieses... Weg von mir! Alles klar, jetzt mache ich jetzt aber Schluss, weil sonst überziehe ich wirklich ganz schön krass die Zeit, was ich auch schon wieder habe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüssi!